Hallihallo ihr Lieben, da sind wir wieder in der nächsten Folge von Zelda Ocarina of Time. In der letzten Folge habe ich mich so ein bisschen vorbereitet fürs Großwerden und damit wollte ich jetzt noch weitermachen. Ich habe da nämlich noch so eine kleine Liste an Herzteilen, die ich mir gerne holen möchte. Und eine Bohne muss ich noch pflanzen am Hylia-See und ja, das könnte man jetzt alles so verbinden. Gut, ich fange an mit den Horror-Kids hier im... Wie heißt er? Verlorene Wälder. Genau. Da müssen wir jetzt mal eben kurz gucken, wo die jetzt genau sind. Das weiß ich nämlich nicht mehr so richtig. Was hier? Nee, da komme ich wieder raus, oder? Mal gucken. Komme ich da wieder raus? Oder bin ich jetzt... Ja, okay. Nochmal. Die Wege, die kenne ich leider nicht auswendig. Da muss ich jetzt einfach ein bisschen rumprobieren. Ah, hier, genau. Hier ist einer. Und das ist auch ein Charakter, den man in späteren Zelda-Teilen, oder zumindest in einem Zelda-Teil, ist er so ziemlich die Hauptperson. Es ist nämlich das Horror-Kid, was sich die Maske von dem Maskenhändler klaut. Wollen wir hier mal kurz? Salias Lied war das, ne? Nee, warte mal, wie war das nochmal? Unten, ach Gott, war das so? Das war's, ne? Ja. Du kennst Salias Lied! Wir sollten Freunde werden! Hier, nimm das! Dankeschön, ein Herzteil, ne? Da ist er noch lieb. Da hat er ja auch die böse Maske noch nicht gefunden. Da. Oh Mann, den kannst du schlecht. Er bleibt einfach nicht da. Manu. Ja, das kleine Horror-Kid. Der kleine Frechdachs. So, warte mal, wo sind jetzt die anderen? Es gibt noch so zwei, mit denen ich musizieren können sollte. Ich weiß nur nicht genau, wie ich da hinkomme. Huch. Kann ich da durch? Bin ich hier einmal außen rum? Ich glaube, die sind irgendwie auf der anderen Seite hier. Aber bringt das was hier? Eine Bohne? Nee, ich glaube nicht. Ah ne, hier komme ich gar nicht weiter. Ah, okay, wieder zurück. Dann müssen wir einmal wieder zurück. Einmal da lang. Also eigentlich, wenn man das jetzt so nach der Map sich anguckt, müsste das hier irgendwo sein. Ist das hier? Nee, auch nicht, oder? Ach, da unten! Ja. Okay. Ich erinnere mich. Hier war das. Ja. Hallo. Stimme in unser Lied mit deiner Ocarina ein. Wir fangen an. So. So. Ja? Ah, das war's schon. Oh, zum Glück. Nimm dies. Was? Das hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Ach Gott. Ah, stimmt, das muss man mehrmals machen, ne? Oh, nö. Also, nochmal. Ja, los. So. So. Ja.
so, 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 so. Ja. Ach Gott, so, 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 so. Okay. Das hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Kriege ich es jetzt? Muss ich nochmal? Oh nein, ich muss nochmal. Okay. Also, das müsste jetzt aber auch das letzte Mal sein. Eigentlich. Hoffe ich doch. Die decken sich auch immer wundervolle Melodien aus hier. So, ja, ja, so. Jetzt haben wir alle einmal durch. So, 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 so. Okay, Moment. So, 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 so. Ja. Okay, ja. So, 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 so. Okay, ja, jetzt wird's wirklich lang. Jetzt müsste es doch auch das Herzteil geben, oder? Okay. Ja, ja, ja. So, 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 so. Darf ich jetzt? Das hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Jetzt? Ja! Puh! Okay, das wäre geschafft. Genau. So, dann haben wir hier... Haben wir es dann? Als nächstes würde ich jetzt zum Friedhof gehen. Da hatte ich nämlich noch ein Herzteil vergessen beim letzten Mal. Gehen wir mal hier, es geht ein bisschen schneller raus. Genau, also da hatte ich beim letzten Mal ein Herzteil noch vergessen, was ich mir hätte holen können. Das hole ich jetzt mal nach. Moment, wo geht's raus? Da drüben geht's raus. So, dann flitzen wir da mal hin. Einmal nach Kakariko. Ja, uns fehlt ja jetzt auch nur noch eine einzige Flasche. Und bei der muss ich sagen, das ist eine, die habe ich mir, glaube ich, in meiner ganzen Zelda-Laufbahn ein einziges Mal geholt. Weil für die letzte Flasche müsste man 10 von diesen Irrlichtern, glaube ich. Waren es Irrlichter oder Nachtschwärmer? Ich glaube Irrlichter. Muss man abschießen als Erwachsener und zu diesem Geisterheini bringen. Dann kriegt man die letzte Flasche. Und ich finde diese Viecher so schwer zu treffen vom Pferd aus. Ich meine, gut, man kann natürlich auch absteigen und die dann so abschießen, aber die sind immer so schnell wieder weg, dass man da eigentlich nur mit dem Pferd hinterherkommt. Und da bin ich ein absoluter Noob, das treffe ich immer nicht. Aber das werde ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Vielleicht schaffe ich es ja trotzdem. So, jetzt ist hier die Frage, wo war jetzt das Herzteil? Ist das hier? War das da? Hallo? Mach bloß keinen Ärger, ich sag's Boris. Ja, geh weg. Komm schon. Wie jetzt? Darf ich nicht? Darf ich den? Ja? Ja?
Ja, ach komm, dann machen wir mal kurz Nacht. Dann ist der komische kleine Junge da weg. So, jetzt darf ich aber, oder? Und da ist jetzt die Frage, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welches das war. War es hier? Lass mal gucken. Da sind, glaube ich, nur Rubine drin. Ach nee. Oh, Julia-Schild. Okay, okay. Stimmt, das hatte ich ja eh noch gar nicht. Komm. Ist hier noch irgendwas? Hallo? Oh, eine Feenquelle. Können wir uns doch gleich mal eine schnappen. Tada! Sehr schön. Die behalte ich doch auch, wenn ich groß werde, oder? Meine ich? Glaube ich. Okay, aber das Herzteil ist dann doch noch woanders. In einem anderen Grab. Das sind, glaube ich, immer die, wo Blumen vorne vor sind, oder? Den da, den kann ich doch nicht wegziehen, oder? 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 Ah doch, kann ich doch. Oder ist kein Loch. Ey, da ist ein Geist. Darf ich die eigentlich mit einem Boomerang hauen? Geht das? Darf ich? Ey, cool. Ich darf. Hau mich nicht. Hau mich nicht. Na los, komm her. Oh Gott, wie oft muss ich den denn treffen? Hallo. Komm schon. Ach komm, dann lass mich. Das ist doch Quatsch hier. So. Wo? Welches war jetzt hier? Ist hier vielleicht? Nee, da ist auch nur ein Geist. Nee, ich mache jetzt hier alles auf. Ja, gleich habe ich hier einen ganzen Friedhof voller Geister. Au. Okay, hier waren keine Blumen davor, aber es ging trotzdem auf. Ah, ja, das müsste es sein. Muss ich den jetzt hier kaputt kloppen, ja, ne? Darf ich das so machen? Nee, so treffe ich ihn gar nicht. Aber Moment, ich kann die doch hier anpritzeln, oder? Geht das nicht? Geht das nicht? Nee, geht nicht. Okay, dann kloppe ich einfach drauf. Lass mich los. Lass mich los. Komm. Geh kaputt. Ah. Geht, 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 geht. Geh weg. Geh weg. Lass mich los. Böses Monster. Oh nein. Ey, der macht mich hier gleich fertig. Gut, dass ich eine Fee dabei habe. Ah, endlich. So, genau. Und jetzt darf ich hier die Hymne der Sonne spielen, glaube ich, ne? War das so? Ja. Juhu. Da, los, mach auf. Sehr schön. Hätten wir das auch. Dann können wir einmal zum Zora-Fluss. Da ist ja auch noch ein Herzteil, was ich noch nicht mitgenommen hatte.
Wo ich dann gesagt habe, oh, ich komme ja hier sowieso noch vorbei. Das holen wir uns jetzt auch noch. Dann können wir nämlich von den Zoras aus zum Hyliasee gehen. Und da gibt es auch noch ein Herzteil. Zumindest auf dem Weg zum Hyliasee. Magische Energie! Yay! Ah, warte mal, da vorne war ja noch eine Skulptur, die können wir uns auch gleich mal mitnehmen. Haben wir dann nicht sogar den ersten Fluch schon gebrochen? Dann haben wir doch 10 Stück, oder? War das nicht so, dass man für 10 schon das erste kriegt? Ich guck mal. Ist hier schon jemand befreit? Ja, da. Hallo! Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Ah, eine große Geldbörse. Ja, cool. 200 Rubine. Sehr schön. Das kann auf jeden Fall nützlich sein. Aber wenn man bedenkt, dass es insgesamt 100 Skulltulas gibt und ich bisher nur 10 habe, ist es ein bisschen mickrig. Na egal. Mit ihm war doch auch irgendwas. Muss man dem nicht irgend so ein Item bringen oder so? Ich will die Kerne. Dankeschön. So, dann auf zu den Zoras. Flitz, flitz. So, Hühnchen, komm, wir versuchen es nochmal. Wir kennen uns ja schon. Diesmal klappt es hoffentlich besser. Hüpf. Bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt hinkriege. Den schweren Sprung, den hatte ich ja beim letzten Mal schon geschafft. Nur den einfachen, also den ich eigentlich immer einfach fand, den habe ich beim letzten Mal verkackt. Rüber da. So, mal gucken. Jetzt mal gerade ausrichten, ne? Nicht, dass ich hier wieder irgendwie schief und schräg und kacke springe. Hüpf. Nein! Okay. Verkackt. Nochmal. Hui. Ich schwimme jetzt einfach mal eben... Oh, cool, ein roter. Ich schwimme jetzt einfach mal eben wieder raus und wieder rein, weil dann ist das Hühnchen wieder da. Und dann probiere ich es einfach nochmal. Ja, einmal raus. Und einmal wieder rein. Ja, dann lassen wir das Zeug jetzt hier einfach mal. Ich will jetzt dieses Herzteil haben. Komm her, Hühnchen. Komm, komm. Komm, doch. Ja. So. Also eben hatte ich, glaube ich, ein bisschen zu früh abgeworfen. Dann muss ich das gleich ein bisschen später versuchen. Vielleicht, wenn ich direkt an der Kante da dran bin. Komm schön, Hühnchen. Jetzt schaffen wir das. Wir sind doch ein super Team. So, ja, schön gerade drauf. Und hüpf und... Ja, jetzt habe ich's. Okay. Und jetzt muss ich es darüber schaffen. Eigentlich... Ist das hier genau so abgesteckt, dass man da genau rüberkommt? Muss halt nur gerade sein, dann funktioniert das. Okay, ich probier's mal. Spring! Ja, jetzt war das. Ja, juhu! Sehr schön. Dann sind wir jetzt schon bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Herzen? Ja. Hui! So, genau, das wäre dieses. Ich kann leider noch nicht genug Lieder, dass ich hier das da, die Frösche machen könnte. Da fehlen mir noch ein paar.
Aber das kriegen wir auch noch hin. Das kommt noch. So, dann gehe ich jetzt nämlich weiter zum Hyliasee. Ich hab das immer so komisch, wie hier die Dings mitgeht, die Kamera. Da ist auch noch eine Skulltula, die nehme ich mir auch noch mit. Hallo, Skulltula. Moment, ich brauche mal hier meine Waffe. Treffe ich dich so? Sehr schön. Eine goldene Skulltula. So, ich glaube, der nächste Fluch ist dann bei 20 oder bei... Ja, ich glaube, bei 20 ist das nächste. Oder bei 30? Oder 50? Ich weiß es nicht mehr. Jo. Seine Bohne hatte ich ja jetzt noch, oder? Bitte, hoffentlich. Habe ich noch eine? Ja. Sehr gut. So, dann tauchen wir da gleich mal durch. Hui. Ja, da. Kommt ein Stückchen wenigstens vorwärts. Und rein da. So, dann wird jetzt hier erstmal eine Bohne gepflanzt. Und das Vogelscheuchenlied, das müsste ich mir eigentlich auch noch holen. Es rettet einem schon oft den werten Hintern, wenn man das hat. Genau. Haben wir hier noch was Schönes drin? Und Attacke! Und nochmal. Komm, lass mich in die Mitte hier. Da, und? Ja, und Attacke! Okay. Das Vogelscheuchenlied. Ich glaube, das machen wir mal jetzt schon. Müsste eigentlich der hier oben sein, oder? Bist du das? Ich bin Balzac, die Vogelscheuche. Ich wünschte, ich könnte reisen, um herzergreifende Lieder zu hören. Aber ich stecke hier fest. Okay, ja, was spiele ich denn da jetzt? Es muss ja irgendwas sein, was es noch nicht als Lied so gibt. Da genau, ich nehme jetzt einfach ein Lied aus Majora's Mask, was es hier nicht gibt. Und zwar... Reicht das schon? Eine wunderschöne Melodie. Sie geht richtig ans Herz. Ist übrigens das Lied der Schwingen. Heißt das so? Glaub schon. Nochmal bei dem. Ich bin Byron, das musikalische Vogelscheuchen-Genie. Wenn ich ein Lied einmal gehört habe, vergesse ich es nie mehr, Süßer. Oder war das der? Wow, du hast eine Ocarina. Hey, warum flötest du mir nicht etwas vor, Süßer? Machen wir nochmal. Darf ich schon? Naja, an dieses Lied kann ich mich aber gar nicht erinnern, Süßer. Warum? Weiß ich auch nicht. Ah, okay, dann muss ich wahrscheinlich noch zwei Töne mehr spielen. Machen wir einfach nochmal von vorne. Passt das? Naja, nicht so schlecht. Ich werde die Melodie im Kopf behalten.
Ich kann mir jedoch höchstens 8 Noten merken. Also für heute lass gut sein, Süßer. Okay. Jetzt müssten wir es eigentlich haben. Muss ich mir nur merken, dass ich das Lied der Schwingen genommen habe. Und das dann einfach weiterspielen muss. Musti-düsti-deste. Da, jetzt holen wir uns da vorne noch ein Herzteil. Und dann ist die Frage, gehe ich dann noch schnell angeln? Versuche den großen Fisch zu kriegen? Ich glaube, so 10 Minuten kann ich es versuchen. Wenn ich das in der Zeit schaffe, dann lasse ich das im Video. Wenn ich es nicht schaffe, dann schneide ich es weg. So, jetzt müssen wir hier hoch. Sonst kommen wir da nämlich nicht durch. Deswegen bin ich auch von den Zoras aus dahin gegangen, weil auf hier auf der Seite kann man mit dem kleinen Link noch nicht durch. So, und hier ist irgendwo ein Loch im Boden. Kurz gucken. Haben wir es schon erwischt? Nee. Ist das weiter hier vorne? Ja, da ist es. Und... hui! Hallo? Oh, ups. Ah, wollte er mir das nicht verkaufen sogar? Ah ja. Ich bin bezwungen, verschone mich und ich werde dir ein Herzteil zum Kauf anbieten. Ein Stück kostet 10 Rubine. Ja, los. Dankeschön. Ja. So, genau. Das waren jetzt auch die Herzteile, die ich jetzt noch auf der Liste hatte. Ach, jetzt komme ich da gar nicht mehr rüber, ne? Oh nein. So, ich würde aber sagen, wir machen hier jetzt Schluss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.